das gehört schon auch noch dazu, aber kochen, backen etc., auch mal dekorieren etc. gehört dazu. Und so wird's gemacht. Also ich liebe es einfach, dass es so unglaublich vielseitig ist und dass man einfach so kreativ sein kann, dass man sich jeden Tag selber neu ausprobieren kann. HauswirtschafterInnen werden in den unterschiedlichsten Einrichtungen gebraucht. Privathaushalten, landwirtschaftlichen Betrieben, Wohnheimen, Krankenhäusern und auch in Beherbergungsbetrieben. Du sorgst für die Einhaltung von Hygienestandards und packst ordentlich mit an. Das bringst du mit. Interesse an Hausarbeit und dem Umgang mit Lebensmitteln, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit. Wir fangen in der Früh an mit Kochen, Frühstück herrichten, dann Vorbereitung fürs Mittagessen. Das Besondere ist, dass man hier einfach in der Großküche so vielseitig arbeiten kann. Man hat ganz viele verschiedene Menschen zum Tor. Kochen und Küchenarbeiten sollten dir Spaß machen, denn du entwickelst Verpflegungspläne, kaufst Lebensmittel ein und bereitest Mahlzeiten zu. Die dreijährige Ausbildung findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. Das lernst du. Räume reinigen und pflegen, Lebensmittel beschaffen und zubereiten, hauswirtschaftliche Arbeitsprozesse planen. Hauswirtschaft ist deswegen wichtig. Wir sind ein Lernort. Wenn man gut lernen will, muss es ein angenehmes Umfeld sein. Muss ein Umfeld super sein und das Essen muss gut sein. Du sorgst dafür, dass sich in der Einrichtung die Gäste oder Bewohner wohlfühlen. Daher solltest du offen sein und Spaß am Kontakt mit Menschen haben. Ja, also ich finde, wenn es den Leuten schmeckt und wenn es gut ankommt, dann hat sich die Arbeit rentiert. So kommst du weiter. Weiterbildungen, zum Beispiel Ernährung oder Hygiene. Meisterin, Betriebswirt in Hauswirtschaft. Studium, zum Beispiel Hotelmanagement, soziale Arbeit. Eigener Betrieb. Egal, ob es Blumenreinigung oder Küche ist, mir macht alles super Spaß und deswegen habe ich es mir ausgesucht. Genau. Wenn das zu dir passt, findest du mit der Ausbildung zur Hauswirtschafterin einen abwechslungsreichen Job in den unterschiedlichsten Bereichen, in denen Menschen zusammenleben.